Was mich an der Beratung von Rundstedt wirklich überrascht hat, beziehungsweise was mir vorher eigentlich nicht klar war, ist, wie viel Aufwand es eigentlich ist, sich wirklich auf einen neuen Beruf vorzubereiten, dass es eigentlich einem Fulltime-Job gleichkommt, wenn man wirklich sich vorbereitet darauf, ein neues Berufsbild zu erarbeiten und dort auch Erfolg zu haben in der Jobsuche. Das war mir vorher eigentlich nicht klar, weil ich vorher eigentlich immer relativ Glück hatte mit meiner Jobsuche. Wirklich dieses konkrete Vorbereiten auf ein neues Berufsbild, wo ich noch keine Hilfen durch Vitamin B oder ähnliches habe, hat mich wirklich überrascht und es hat mich sehr positiv beeinflusst, dass ich diese Hilfen dort auch bekommen habe und dieses Verständnis auch dafür entwickeln konnte. Von Rundstedt hat mich am meisten in den Themen Erstellung der Bewerbungsunterlagen zunächst unterstützt, weil das war für mich natürlich nach 20 Jahren ja ein völlig fremdes Terrain, was ich jetzt wieder erobern musste und auch wirklich keinen blassen Dunst hatte, wo fange ich da an? Klar, man kann im Internet schauen, wie erstellt man jetzt heute einen Lebenslauf, was kommt da alles rein? Aber letztendlich, man arbeitet und die Jahrzehnte vergehen irgendwie und man fragt sich dann, mein Gott, was hast du eigentlich die letzten 20 Jahre gemacht? Und da muss man natürlich einen Lebenslauf auch mal füllen. Und das war eine riesen Unterstützung, wirklich von Rundstedt und meiner Beraterin, die sagt, okay, Sie haben dieses und jenes gemacht, jetzt müssen wir das Ganze mal mit Leben füllen. Man hat sich da die letzten Jahre, also ich zumindest, gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Also das war eine riesen Unterstützung, alleine die Bewerbungsunterlagen zu erstellen. Meine Highlights in der Beratung waren eigentlich die unterschiedlichen Themenfelder, die bearbeitet wurden. Und da hatte ich auch Kontakt dann zu unterschiedlichen Beratern. Da gab es ja einmal natürlich das persönliche Beratungsumfeld, wo man auch alle persönlichen Probleme ansprechen konnte, durfte und auch sollte. Und dann natürlich aber auch weitere Themenfelder, so wie dieses Thema Persönlichkeitsprofile mit einem anderen Berater oder auch dann dieses Marktstrategieumfeld und Marktstrategieberatung, wo es auch darum ging, sich, ja, wie komme ich an Jobs, wie präsentiere ich mich im Internet oder auch in sozialen Netzwerken. All diese Themenfelder wurden dann gezielt von sehr kompetenten Beratern, die sich in diesen Bereichen auch sehr gut auskennen, dann betreut. Und das fand ich sehr positiv. Also dieser Zing-Anteil von der Wunschstadt-Beratung fand ich eigentlich essentiell für meinen Erfolg und meinen schnellen Erfolg auf dem Arbeitsmarkt. Also offline habe ich herausgefunden, wie ich meine Erfahrung besser verpacken sollte, aber letzten Endes, ich glaube, das war dieser Zing-Anteil von der Beratung, das mich am meisten geholfen hat. Weil es war sehr schnell, als ich diese Wendungen umgesetzt habe mit meinem Profil, dass ich dann Erfolg auf der Arbeitsmarkt gehabt habe. Und außerdem, dass ich viel mehr Interesse bemerkt habe von HR-Manager. Anderen Personen in meiner Situation würde ich einfach nur zurufen, trau dich. Meine Beraterin hat im ersten Gespräch ein schönes Bild genannt. Sie sagte, die Beratung ist, als würde man in einen Fluss springen, man muss das sichere Ufer verlassen. Man hat mit der Beraterin die Unterstützung beim Schwimmen und kommt irgendwann wieder an einer anderen Stelle sicher ans Ufer zurück. Und genauso war diese Beratung.